Bis jetzt kannte man nur das Überwachungsvideo, doch nun veröffentlicht die Metropolitan Police neue Details. Man sieht, wie die Täter mit einem Motorrad angefahren kommen und neben Özils Luxusauto stehen bleiben. Mit einer Stichwaffe bedrohen sie Sead Kolasinac, der sich mit Mesut Özil durch die geöffnete Fahrertür unterhielt. Die Fußballstars des FC Arsenal zeigen sich erst wenig beeindruckt, doch dann lässt sich Kolasinac nicht einschüchtern und jagt die bewaffneten Angreifer in die Flucht. Der frühere Nationalspieler Özil bleibt derweil mit seiner Frau im Auto sitzen. Nach einer Verfolgungsjagd konnten die beiden Fußballer und Özils Frau schließlich in ein türkisches Lokal flüchten. Beide Spieler blieben unverletzt. Die Täter wurden identifiziert und verhaftet. Sie gaben zu, ihre Uhren stehlen zu wollen.